Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Was bisher geschah. In dieser Reihe schauen wir uns die Ereignisse der letzten Woche rund um WoW Classic an. Bevor wir starten, ein riesiges Dankeschön an euch für über 9000 Abos. Ihr seid echt der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr uns auch weiterhin kostenlos unterstützen wollt, lasst doch super gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Springen wir aber doch direkt zu unserem ersten Punkt. Phase 5 ist nach Erscheinen dieses Videos seit nunmehr genau 4 Wochen live. Nach und nach haben fast alle Server die Kriegsvorbereitungen abgeschlossen und das Event rund um den Skarabäus-Lord beendet. Die Tore zu beiden Ankirai-Raids sind offen und ja, lange gehalten hat der Content dann doch nicht. Wenn wir einmal die Daten von Vanilla betrachten, wurde C'Thun ganze 112 Tage und 23 Stunden früher gelegt. Nach ganzen 49 Minuten lag er dann auch schon im Dreck. An dieser Stelle Props an die Gilde Progress. Direkt nachgezogen hat auch Onslaught mit einem 38-Minuten-Kill. Auch wenn hier beide Gilden die optionalen Bosse ausgelassen haben, ist das doch eine krasse Leistung. Aktuell liegt die Gilde Noobs mit 36 Minuten und allen neuen Bossen auf Platz 1. Aber auch das kann und wird sich vermutlich schnell ändern. Bis die besten und vor allem schnellsten Routen gefunden sind, kann es vermutlich noch etwas dauern. Wie legendär das Event zur Öffnung ablaufen kann, zeigen wir euch im Hintergrund. Auf dem Server Geneas, wo unter anderem die Apes zu Hause sind, kam es zu wohl einer der besten Open-World-PvP-Events. Hier haben sich Horde und Allianz nach dem Start von P5 ganze 23 Stunden bekriegt, bis dann der Raid offen war. Schaut euch das Ganze mal an, wir verlinken euch unten zwei Videos von beiden Seiten. Weiter geht's mit der Kategorie Kurioses. Wir haben ja schon öfters über den ein oder anderen Schurken und deren verrückten Taten berichtet. Und auch jetzt hat Rextroy wieder einen rausgehauen. Mit einem Level 1 Schurken und 300 Wurfdolchen hat er Hogger nach 19 Minuten besiegt. Hierbei hat er sich die Wegfindung von Hogger zunutze gemacht. Rextroy lässt Hogger nämlich immer wieder um einen Zaun herumlaufen, während er ihn dabei mit den Dolchen bewirft. Übrigens gab es dabei noch 120 XP und somit direkt den Aufstieg auf Level 2, was man nicht alles so macht. Geht's halt dazu. Und wenn wir gerade dabei sind, habt ihr von Draven, Vakreed und Starly von der Gilde Midnight gehört? Die drei haben Onyxia in gerade mal 47 Minuten gelegt. Neben sämtlichen World Buffs, den normalen Buffs und allen Standard Consumables wurden hier die Kristalle aus Ungoro und Inji-Sprengladungen zunutze gemacht. Das Video hierzu verlinken wir euch in der Beschreibung. Weiter geht's mit einer Entscheidung von Blizzard, die vielleicht nicht alle Spieler gut aufgenommen haben. Auf allen US- und EU-Servern wurde nun das Layering abgeschafft. Trotz der doch auf manchen Servern recht hohen Anzahl von Spielern gibt es hier jetzt nur noch einen Layer, auf dem sich alle tümmeln müssen. Ganz nebenbei wurden auch noch die Restriktionen zum Charaktertransfer entfernt. Da es nun wieder vermehrt zu Warteschlangen kommt, man diese aber durch den Transfer umgehen könnte, möchte man meinen, dass Blizzard dies als weitere Cashcow nutzen möchte. Macht euch hier aber bitte euer eigenes Bild. Wie es aktuell auf den Servern aussieht, seht ihr im Hintergrund. Die meisten Spieler findet ihr aber weiterhin auf den amerikanischen Servern Whitemane und Herod mit jeweils um die 9500 Charakteren. Platz 1 in Deutschland ist Vanoxis mit 7600 Chars. Die meistgespielte Klasse ist übrigens der Krieger mit gut 20% Anteil. Am wenigsten wird der Druide mit durchschnittlich 8% gespielt. Kommen wir jetzt zu unserem Highlight der letzten Wochen. Vermutlich wird ihn der ein oder andere von euch schon gesehen haben, trotzdem verlinken wir ihn euch nochmal. Die Rede ist vom Black Temple Trailer von Hurricane. Hurricane hat bereits in der Vergangenheit einige Videos und Trailer zu WoW veröffentlicht, aber mit diesem hat er nochmal einen draufgesetzt. Das Video beginnt mit dem Fall von Naxxramas und begleitet sowohl Helden der Horde als auch der Allianz auf ihren Weg durch die Scherbenwelt. Nach dem Fall der Höllenfeuerzitadelle, dem Ableben von Lady Vashi im Schlangenschrein und dem legendären Kampf gegen Kel'Thas in der Festung der Stürme, machen sich unsere Helden auf den Weg in den Schwarzen Tempel, um Illidan auszuschalten. Mit Liebe zum Detail und dem ein oder anderen Witz erzählt Hurricane hier praktisch den kompletten TBC-Content. Da er laut eigenen Aussagen aber 10 Monate an diesem Video gearbeitet hat, können wir vermutlich in der nächsten Zeit nicht mit einem neuen rechnen. Zum Abschluss wollen wir euch hier noch unseren Clip der Woche zeigen. Wie schön man sich über einen 99er Lok freuen kann, zeigt euch hier einer unserer Schurken. Ey, Loks, komm, enttäuscht mich nicht, der war besser als letzte Woche. Ey, mit verfickten Rolls. Du hast einfach mal... Jo, fang an zu clearen. Weg clearen. Ich mag nur vorne schon mal Kriegerstiefel. Alter! Nice! Schurken bitte zuerst die Fallen runtermachen, damit die Tiwas einfach nicht mehr kommen. Danke. Solltet ihr coole Clips aus WoW Classic von anderen Streamern haben, beziehungsweise wenn ihr selbst streamt und coole Clips habt, dann schickt uns diese an manaimrucksack@gmx.de. Wir benennen euch und verlinken euch dann natürlich im Video. Viel Spaß dabei!